Weiche Reifen mit Rennen drin. Und du fährst natürlich mit dem Rennen drin und dem mittleren Reifen länger halten. Weil ich gehe von aus, dass man mindestens einmal Mediums fahren muss, mindestens. Das heißt auch, dass Buros zumindest am Anfang mit den Softreifen fährt. Und dann Medium, Medium, das könnte sich aufgehen, aber nee, wir fahren einmal an die Softreifen und dann wechseln wir auf Medium, Medium, also zwei Strategie ist definitiv vorgesehen. Wenn halt nichts dazwischen kommt, ne? Wenn halt sehr, sehr früh ein Safety Car rauskommt, muss man gucken, ob wir da vielleicht auf die anderen Reifen wechseln. Die Mediums. Oh, Sevilla ist die erste mit Mediums. Guter Start von Cintino. Jawohl, richtig guter Start. Von 6 auf 4. Buros von 4, von 5 auf. Ja, jetzt Platz 6. Was macht denn diese Villa da vorne? Cintino hat an Cangio vorbeigekämpft. Sehr schön. Ja, am Anfang mit Mediums zu starten ist nicht die beste Variante. Ich weiß nicht genau, wie ich bei Cintino fahren soll. Kann sein, dass ich da ein bisschen mehr auf die weichere Variante gehe, weil er braucht ja nicht so viel Reifen. Und das ist ein richtiger Kampf hier um die Krone in der Teamwertung. Boa gegen Predator. Oh, der braucht sehr wenig Reifen. Schont er die Reifen? Nö. Was wir machen können, ist mal die Reifen ein bisschen kälter machen, dafür wieder Gas geben. Hat sich ja mittlerweile gut rausgestellt, dass das eine gute Variante ist, um die Reifen zu schonen und trotzdem schnell zu fahren. Flores kommt da gut weg. Also sind wir genauso schnell, als wenn wir auf, glaube ich, auf Mittel-Mittel fahren. Da ist ein Tick schneller sogar. Weil der Motor ist, glaube ich, hier das Wichtigere an Leistung als die Kurvengeschwindigkeit. Natürlich mit beiden auf Volldampf ist man natürlich am schnellsten. Würde ich aufpassen, dass hier der Buros zuerst reinkommt, weil er seine Reifen zuerst verbraucht. So, du kannst wieder auf neutral und hochschalten. Der kann auch ein bisschen Gas geben. So, das hat es auch jetzt erledigt. Muss halt gucken, das sind nur noch 50% Aufhängung. Dass wir vielleicht in der zweiten Phase dann einmal die Aufhängung kurz reparieren. 11 Runden heißt es, können wir fahren mit den Reifen. Das wäre natürlich hier was Gutes. Aber einmal Medium würde ich gerne schon fahren, damit wir auf jeden Fall aufs Nummer sicher gehen können. Da hat er wieder diese Gruppe rausgekämpft. Aus Team Kirov, Boa und Predator. Mittlerweile die drei Teams, die hier sehr, sehr stark sind. So, Buros kommt nächste Runde rein. Zieht sich die Medium-Reifen auf. Tank natürlich ein bisschen voller als gerade eben. Kommt mitten im Getümmel raus. Ja, ganz toll. Und ja, macht dann seinen Boxenstopp. Jetzt natürlich Gas geben. Cintino kommt die nächste Runde rein. Neutral und hoch. So, du kommst jetzt diese Runde rein. Der fährt, glaube ich, gerade die Bestzeit. Sieht auch mal die Mediums auf. Aber man kann es machen, was man will. Also, wenn man jetzt, ob man jetzt die Mediumsreifen aufzieht oder irgendwas anderes, das ist ja, eigentlich total egal. Er kommt als 14. genau hinter irgendeinem Fahrer raus. Cintino klebt hinter irgendeinem. Aber wir haben natürlich jetzt vielleicht das Glück, dass da jetzt ein Fehler passiert. Ja, ganz toll. Wieso passiert da immer Fehler beim Cintino? Jetzt kann der Buros mal kurz ein bisschen Gas geben im Motor. Weil die sind natürlich jetzt in den Kurven langsamer.
Und komm in die Boxengasse. Das ist ein Doppelboxenstopp. Haha. Kuros kämpft hier jetzt vielleicht um Platz 2. Nein. Aber Shintino kommt vorbei. Da der andere warten musste. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt Dritter und Vierter. Ne, Dritter. Da, Dritter und Vierter sind wir zurzeit. Also konnten wir uns da vorbei zwängen. An Giro noch mehr Zeit verloren sogar. Da wir mindestens noch einen Boxjob machen müssen. Danke sehr. Schön gemacht, Boros. Und Gentino hatte, glaube ich, jetzt freie Bahn. Nein, der hat immer noch hier einen vor sich. Den Silvan. Ne, den Costa. Der hoffentlich irgendwann mal in die Box geht. Gentino verliert gerade ordentlich Zeit hinter dem. Da kann Giro fast schon hinter ihm ist. Der Öst ist auch schon hinter ihm. Der Öst ist vorbei an ihm. Hey, Shintino. Das ist irgendwie eine Strecke, die Shintino nicht so gut liegt gerade. Ne? Boros macht das dann deutlich besser. Er ist auf Platz 3 gefahren. Shintino fährt auf Platz 7. Ist der 6. Okay. Immerhin ein paar Plätzchen weiter vorne. Also wenn man die Reifen zu sehr kaputt fährt, wie jetzt die Costa, der vielleicht eine Einstoppstrategie durchfahren will, da verlierst du mehr Zeit, als wenn du halt früh in die Box gehst. So aufhalten und Volldampf geben. Weil mit Gentino auf jeden Fall will ich auch auf diese Soft-Reifen gehen. Man muss halt gucken, wie die vor mir fahren, also Persani und der Öste. Wenn die auf die Medium-Reifen wechseln, könnten sie durchfahren. Wenn sie es nicht machen... Oh, Persani jetzt in die Box. Noch eine Runde hält er nicht aus. Da verliert er zu viele Plätze. Hohem Tempo, ja, das war mir bewusst. Und was holt er sich? Die Medium-Reifen. Er wird... Obwohl, das könnte eng werden mit durchfahren. Ein bisschen aggressiver jetzt. So, die Reifen hier noch ein bisschen kaputter kriegen. Genau, wir machen die Reifen kaputter. Und damit wir gerade Gentino jetzt, der freie Bahn hat, da hat er ein bisschen Zeit verloren hinter dem. Wenn er jetzt sich so ein bisschen da freischwimmen kann, was er gerade ein bisschen schafft, geben wir noch ein bisschen Motorleistung dazu. 50% Motor schon, ne? Also. Ja, Shintino hängt da, Boros hängt dahinter. Ich meine, Boros sage, dass er Platz 2 fährt. Oh, jetzt verliert hier gerade der Öste ordentlich Zeit. Kommt auch jetzt in die Boxengasse. Na, ich glaube eher, dass ich mit beiden nochmal auf die Medium-Reifen gehe. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Um die Aufhänger natürlich. Ich muss reparieren. Mit dem Motor muss ich natürlich aufpassen, dass ich den jetzt nicht zu sehr strapaziere. Ja, wir kommen im Schritt noch raus. Ah, Gentino muss ein bisschen Reifen schon fahren. Da hat Gentino sogar mehr Reifen verbraten jetzt als Boros. Das heißt, Gentino kommt jetzt rein. Reicht er leider doch nicht mit den... Könnte reichen, ne? Wenn man Reifen schon, aber ne, dann können wir ein bisschen mehr pushen. Die Aufhängung reparieren wir mal. Dauert nur 10 Sekunden der Shop, also genauso, als wenn wir ganz normal fahren. So, du kannst jetzt auch danach in die Box kommen, die Runde. Ist sogar noch länger gefahren als Shintino selber. So, auch die reparieren wir mal. Das Ding, ja, die Reifen schmelzen. Nochmal Dampf. Sein Bock ist immer gut gegangen. Er kommt auf Platz 13 raus. Kann natürlich jetzt mal Gas geben, jetzt mit seinem Sprit. Wenn die einfach den anderen jetzt noch so lang fahren, dass sie die Reifen ein bisschen verbrauchen, kann ich hier mit dem Sprit vielleicht Zeit gut machen. Jetzt fängt an zu regnen. Sagt mir das jetzt nicht. Och Mann, oh. Wir fahren aber jetzt durch. Ich werde da vielleicht jetzt nicht reinkommen, hier die
Okay, ich musste gucken, ne? Ja, Argentino kommt rein, Intermediates. Aber das wird halt. Das ist ein kurzer Regenschauer nur, aber. Wir machen's mal. Boris kommt auch rein. Ah, toll. Den hätten wir direkt auf Intermediates rausschicken können. Natürlich jetzt ärgerlich. Na, warum McCloud natürlich vorbeigekommen jetzt? Wir haben jetzt ordentlich Zeit natürlich dadurch verloren. Und Tino kann jetzt erstmal hier reifenmäßig total Gas geben, motormäßig auf hochgehen. Und kommt hinter Argentino raus. Er hat also so viel Zeit gut gemacht und die ersten fahren weiter. Auf den Reifen. Strecke, ja, wir fahren mit dem jetzt durch. Hier ist Stau. Okay, die Reifen, die halten das doch nicht so aus, wie ich es gern gehabt hätte. Aber Flores und so, die haben alle jetzt ja, natürlich Glück gehabt. Wir können auch ein bisschen Reifen verbrauchen, aber das Problem ist der Motor. Der das natürlich jetzt mitmacht, ist was anderes. Eine Runde zu spät mit Boros, der wäre vielleicht sogar als erster. Aber zumindest kann Giro es nicht in den Punkten. Das heißt, wir würden zurzeit mehr Punkte machen als Boa. Die Strecke wird natürlich jetzt wieder drauf. Jetzt die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Reifenwechsel? Das ist jetzt natürlich die, ob wir überhaupt die Reifen wechseln müssen, das ist natürlich noch eine andere Frage. Man kann es riskieren, aber ist natürlich auch ein Risiko, das wir haben. Oh, Argentino muss Sprit sparen, bitte. Und das, obwohl er genau hinter dem hängt, das ist unglaublich. Okay, lass mal den Teamkollegen durch, dass wir dem Argentino sagen müssen, lass den Boros mal durch. Okay, hier wieder Gas. Argentino kannst wieder auf Mittel fahren. Du kannst sogar noch was aus dem Reifen rausholen. Nee, die Strecke ist zu nass am Schluss. Ja, der Motor hat diesmal Probleme. Jeder macht der Motor Probleme. Komm schon, hol dir den vierten Platz. Scheiß aufs Geld, aber Punkte sind wichtiger. Ansonsten wechseln sich in der letzten Runde wieder zurück. Jetzt nur der Versuch an ihm vorbeizuziehen. Wieder kein Sprit. Okay, dann lass ich den Tino wieder durch. Weil da geht es dann um die Fahrermeisterschaft. Wenig Sprit hat. Jetzt hat er viel Sprit. Komm schon, lass deinen Teamkollegen vorbei. Da haben wir es. War jetzt eigentlich nur der Versuch, mit Boros an McCloud vorbeizugehen, was nicht funktioniert hat. Dann denken wir doch lieber mal an die Fahrermeisterschaft auch ein bisschen. Platz 5 und 6. Beide nicht so zufrieden mit diesem Ergebnis. Was auch verständlich ist, ich kam mit Boros definitiv eine Runde zu spät in die Box. Mit Argentino eigentlich genau richtig. Naja, auch eine Runde zu spät. Also bei Boros sogar zwei Runden zu spät. Flores gewinnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir haben. Ich glaube, wir machen jetzt 18 Punkte zu 18 Punkte. Wir bleiben hinter Boa. Wenn die dann die schnellste Runde gefahren sind, bleiben wir sogar hinter denen noch. Nur falls wir die schnellste Runde gefahren sind, haben wir noch Glück. Aber okay, keiner von beiden ist jetzt runtergefahren. Das heißt, beide punktgleich und Team Kirov könnte sich da schön rangekämpft haben. Ja, okay, die haben 29 Punkte Rückstand noch, aber trotzdem. Nach knapp der Hälfte der Saison sind ein Punkt hinten dran. Boros aber mit einem guten Ergebnis, also das war jetzt zweimal mein Fehler, dass er so ein schlechtes Ergebnis gefahren hat. Was heißt schlechtes Ergebnis? Fünfter ist ein gutes Ergebnis, aber ja, halt so ein Ergebnis rauszufahren halt nur. Gerade in Kanada, da habe ich definitiv deutlich mehr Punkte weggeworfen.
Aber er macht einfach keinen Schritt und das ist das Problem. Oh, die 70.000, die kann ich auch noch verkraften. Oh, Becker gewinnt mal wieder. Unglaublich. Oh, Steinemann ist aber richtig schlecht zurzeit. Von daher wird es auch in dieser Meisterschaft relativ eng. Also überall ist relativ eng, was hier die Meisterschaften angeht. Aber wie es weitergeht in Dubai, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch da dabei seid. Und bis dahin. Ciao.